Hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf. Ich weiß nicht, ob ich die Folge heute noch hochlade oder morgen. Heute könnte es ein bisschen spät werden, wenn man mal. Es ist natürlich weg, ganz super. Wenn man mal auf die Uhrzeit achtet. Ja. Höchstwahrscheinlich kommt sie doch erst morgen. Aber mal sehen. Ich habe sehr viel Offscreen gemacht die letzten Tage. Ich zeige euch das gleich mal. Als allererstes, danke an alle, die mir Kommentare geschrieben haben. Besonders das eine hat mir sehr weitergeholfen, denn durch das Steuerkreuz kann ich auch ganz schnell durchwechseln. Und wie ihr seht, ich habe eine silberne Kanne. Die silberne Kanne hat mir freundlicherweise Elik gespendet. Danke, Elik. Den werden wir sicherlich auch nochmal besuchen. Und ich habe schon seit Tagen Post und ich habe wegen euch extra nicht in meinen Briefkasten geschaut. Können wir dann gleich mal lesen, was wir so Schönes haben? Moment. Brief. Lesen. Mann! Ich krieg's gerade nicht hin, den Anfang von diesem scheiß Satz zu lesen. Okay. Ganz ruhig. Okay, ich schaff das. Verehrte Hauseigentümerin. Willkommen zur Akademie des schönen Hauses. Alle Mitglieder besitzen die Benutzungsbefugnis für das ADHS Musterdorf. Wir freuen uns auf deinen Besuch. Ja, es geht halt eben darum, dass... Ich zeig's euch dann, wenn es soweit ist. Ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Und von Mama haben wir auch noch was bekommen. Meine kleine Yume, wie ist es so, nicht mehr zu Hause bei den Eltern zu wohnen? Hier ist ein kleines Weihnachtsgeschenk, genau. Hier ist ein kleines Einweihungsgeschenk für die erste eigene Wohnung. Halt Ohren steif, Mama. Ja, ich kann echt nicht mal lesen. Es ist gerade total schlimm. Es tut mir leid. Geschenk entfernen. Auspacken. Und es ist ein Schachstuhl. Ein Schachstuhl. Mal gucken, ob wir den irgendwo positionieren können. Übrigens, die junge Dame hier, die davor steht, die kann unsere Tapete und unsere Wand nochmal neu einrichten. Das machen wir vielleicht auch gleich. Ich glaube, wir haben keinen Platz richtig für einen Stuhl. Hä? Wir können höchstens neben das Bett stellen. Wie man merkt, es ist wirklich sehr eng bei uns. Wir brauchen dringend einen... Wow. Schick. Oh, okay. Mir wurde auch gesagt, ich soll mal das Treeforce anwählen, weil das kann man irgendwie auch an- und ausmachen. Ah, cool. Das wusste ich nicht. Aber wie dem auch sei. Ich habe offscreen sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel geangelt und Käfer gefangen. Ich habe sie allerdings alle noch gar nicht abgegeben bei Eugen. Hier sieht man das. Also hier sehr viele Käferchen. Hier auch sehr viel. Hier auch. Geräuten haben wir gefunden. Die möchte ich mir mit euch aber erst angucken, wenn das Haus ein bisschen größer ist. Das ist nämlich sehr cool. Die gibt es nur, wenn es geregnet hat draußen. Dann am nächsten Tag haben wir dann einige davon immer finden. Ich habe sogar auch ein T-Shirt bekommen. Ich habe noch mehr Fische bekommen. Also geangelt. Und sogar einen Goldfisch. Den habe ich zum Schluss gefunden. Darum wollen wir uns jetzt gleich ganz allgemein mal kümmern. Denn, ja... Das, weil das sehr wichtig für das Museum ist. Wir kümmern uns als erstes um die ganzen Fossilien. Meine Güte. Ich habe wirklich sehr viele Fossilien gefunden über die Tage offscreen. Wie gesagt, ich habe sie alle aufgehoben. Ihr habt nichts verpasst. So, das sind alle. Wow, das sind wir ja fast voll. Oh mein Gott. Okay, sehr gut. Dann können wir ja schon auf zu Eugen. Mal schauen. Höchstwahrscheinlich... Oh, wartet mal. Bevor wir zu Eugen gehen, reden wir aber nochmal mit Aziza. Dieses Geräusch, ey. Okay, hallo, danke. Ja, du wolltest neue Tapete, neuer Teppich auch. Ja, machen wir Handel? Machen wir. Ah, gar nicht gut. Du brauchst mehr Platz in Tasche. Nicht genug Platz für Waren. Zuerst, okay, ich habe, weil ich gerade so voll gepackt bin. Aber ich möchte mich gerne dennoch vorher um die Fossilien kümmern, bevor ich hier irgendwelchen anderen Firlefanz mache. Oder irgendwas sich selber die Spenden heute freuen. Ich habe mich selber gar geschlagen, das alles aufzuheben für euch. Denn wir wollen das ja gemeinsam machen. Ah, wir können auch ins Musterdorf. Aber wir können so viel machen, Leute. Und hier, guckt mal. Ah, der wird gebaut.
Ich muss ein bisschen lauter reden, damit man mich noch versteht. Ja. Da wird höchstwahrscheinlich ein Gartencenter hingebaut. Hier kommt auch noch was hin. Ja, mal sehen. Das wird höchstwahrscheinlich morgen fertig sein. Ich bin schon sehr gespannt. Oh mein Gott, wir haben schon 5 Minuten verquatscht. Die Zeit rennt. Ich würde noch einiges schaffen. Okay, okay, okay. Hey. Ohohoho. Ich heiße Sie im Museum von Sheila. Willkommen. Huhuhu, wie kann ich Ihnen hilfreich sein? Ja, ich möchte gerne Fossilien analysieren. Davon haben wir inzwischen allerhand. Ich konnte die letzten Tage, nicht aufnehmen, da ich halt eben viel lernen musste. Aber jetzt haben wir verlängertes Wochenende und ich habe genug Zeit für so etwas. Oho, mehr ist ein Fossil. Okay, mal schauen. Sehr gut. Okay, ja, sehr neidisch. Wir werden ihm jetzt alle Fossilien geben, die wir noch nicht doppelt haben. Ja, bitte. Die möchte ich jetzt gar nicht stiften. Komm, mach eine. So. Oh Gott, 2 haben wir schon doppelt. Aber das und das noch nicht. Okay, sehr gut. Da können wir ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir auch schon mal gucken gehen können. Nein, wir gehen erstmal alles durch. Als nächstes kommen die ganzen Fische und Käfer dran. Also da habe ich echt viel gefunden. Ganz normale Sachen hier, den habe ich auch gefunden. Der ist wunderschön, wenn man den im Freien, also in freier Wildbahn antrifft. Was habe ich denn hier noch alles? Gottesanbeterin, Nasenschrecke. Den Marienkäfer habe ich inzwischen auch gefunden. Sehr viele Sachen. Eigentlich gar nicht mal so viel, wenn ich genau drüber nachdenke. Aber Fische. Fische haben wir wirklich viel. Es gibt sogar Goldfische. Der Quaulkörper hatten wir schon. Döbel. Frosch gibt es auch. Den haben wir auch gefangen. Also ich habe ihn gefangen. Und Guppi. Oh, dieses große Auge von dem, ey. Guck mal, so ein Dori-Fisch gibt es auch, Paletten-Doktor-Fisch. Guckt euch mal den Sprite unten, also in einem kleinen Bildschirm von der Flunder an. Das sieht total strange aus. Es gab auch noch einen kleinen Fisch, den Atlas oder den Dingsauge. Oder wo war denn der? Den wollte ich euch auch noch zeigen. War das der Teleskopauge war da, genau. Oh, dieses Auge, was der hat. Naja, okay. Die werden wir gleich auch Eugen geben, damit wir, naja, die Exponate erweitern können. Sehr gut. Ich glaube, ich brauche nicht bei unseren werten jungen Freunden Schlepp und Nepp. Dort kann ich nämlich... Oder habe ich? Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon den Glückskeks gekauft habe. Werden wir gleich sehen. Nein, ich habe ihn noch nicht gekauft. Oh mein Gott. Ich muss das haben. Melonensitz. Oh, den will ich haben. Den will ich unbedingt... Den nehme ich. Leider haben wir noch keinen Platz in unserem Haus, weil wir so klein und arm sind. Wir können aber auch gleich mal unser Haus auch mal erweitern. Das machen wir am besten auch gleich. Oh Leute, wir haben so viel zu tun. Das schaffen wir alles nie im Leben in einer Folge. Wenn ich Pech habe, müssen wir auch wieder die Folge splitten. Oder ich mache halt eben, dass ich den Rest den heute machen wollte mit euch morgen. Und ich sehe gerade, dass der Akku von meinem 3DS fast leer ist. Einen Moment bitte. Strecken. Wo ist mein Ladekabel? Da ist mein Ladekabel. Und reingesteckert. So, jetzt geht wieder alles. So, wir schauen mal, ob wir unser Haus vergrößern können. Im Immonook. Die schicken Sachen zuerst. Den, naja, die Exponate abgeben können wir später auch noch. Okay, willkommen, willkommen. Oh, Yume, du kommst genau zur richtigen Zeit. Lass mich dir vorstellen. Ah, das hier ist Fred, der Sonderberater der Akademie des Schönen Hauses. Er kommt in Zukunft täglich hierher und bietet Ratschläge für den Bau prächtiger Häuser an. Hey, du da, hallo, ich. Herr Nuck hat schon gesagt, Fred, Akademie des Schönen Hauses, ich bin für Filiale zuständig in Sheila. Zack, oder? Bürgermeisterin, du, diese Stadt, was für ein Zufall. Hast du ein Haus in Sheila? Glückwunsch, eine gute Wohnlage. Akademie des Schönen Hauses war klein, bescheiden. Spezialisiert auf Zimmer, nichts weiter. Jetzt nicht mehr bescheiden. Wachstum, Expansion, Erweiterung, ganzes Haus, na klar, zack. Okay.
Gehen wir Zeit, neues Konzept, zukünftig. Alles in Butter, Akademie schönes Hauses. Ha. Redet wirklich da kurz angebunden. Das hier hat immer nur eingerichtet für alle Zwecke. Ha. Ich verstehe nicht ganz genau, was er mir gerade sagen will. Du Erfolg, zack. Ich glaube, er hat gerade mein Haus bewertet. Hast du Fragen? Nein, ich brauche keinen. Nein, ist alles gut. Ist alles gut. Ich möchte einfach nur mein Haus vergrößern. Hey. Oh. Vielen Dank, dass du den ganzen Kredit abbezahlt hast. Ja, sehr gut, ja. Ich wusste von Anfang an, dass du unsere Vereinbarung einhalten würdest. Also dann findest du nicht, dass dein Haus ein bisschen klein ist? Ja, klar. Ja, ich muss sagen, ein großes Haus verdient dir ausgezeichnet. Ja. Ja, ich möchte. Ja, jetzt rede nicht. Ich will mein Haus vergrößern. Ich will es vergrößern. Genau. Ah, so viel Gelaber um nichts. Mit einem Kredit. Oh. Ja. Müssen wir ja wohl. Arbeiten Sie morgen früh abgeschlossen. Okay, morgen früh haben wir ein größeres Haus, aber wir müssen dafür knapp 100.000 Sternis blechen. Okay, wir haben 40.000. Wir kriegen die schon irgendwie zusammen. Da bin ich sehr optimistisch. Und dann können wir auch unseren neuen Melonensessel auch irgendwo platzieren, der leider momentan wohl ja, im Lager bleiben muss. Sehr schade, das. Okay. Was habe ich denn eigentlich für Fossilien doppelt? Illig und ich gaukeln da immer. Ich habe ein Apatosaurus-Torso und ein Pachysaurus-Torso. Klingt schon mal sehr spannend. Ich denke mal, Illig hat beide schon, aber man kann ja nie wissen. Wenn ihr irgendwas braucht, dann sagt einfach Bescheid. Ich bin da sehr offen für Tauschgeschäfte bei Fossilien. Ich kann jetzt natürlich nicht mit jedem von euch jetzt hier online spielen oder so. Also wenn da jetzt jemand ankommt, naja, das war ein bisschen viel. Aber wenn ein, zweimal sagen, eh, lass mal was machen. Ich schätze mal, das wird sich einrichten lassen. So, okay. Oh, es haben wir 19 Uhr. Es wird spät. Ach ja, übrigens, den Peach-Schirm, denn da ist mir ein Fehler unterlaufen. Das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Die Fossilien, die brauche ich jetzt erstmal nicht. Was wird das? Da Melonen sitzen, tue ich auch erstmal hier hin. Und jetzt müssen wir erstmal ganz fettlebig alles Mögliche bei Eugen spenden. Wir brauchen jetzt zum Beispiel das nicht, das hier brauchen wir nicht. Okay, den Schon kann ich später auch nochmal rausholen. Es geht wirklich darum, dass wir erstmal all das Zeug hier zu ihm schleppen. Hier habe ich auch noch was. Steinhaarnadel. Ich habe so viel Zeug, was ich euch alles noch zeigen möchte. Wir müssen halt eben gucken, dass wir das alles irgendwie hinkriegen. Das war's schon. Nee, hier geht's noch weiter. Oh, wir müssen nochmal zu Eugen dann. Ganz knapp, es reicht leider nicht. Oh. Leute, wir haben so viel zu tun. Es gibt so viel zu erledigen. Oh mein Gott, das sind schon, oh Gott, schon über 12 Minuten rum. Ja, Beeilung, Beeilung. Ich wollte eigentlich alles heute in ein paar schaffen, aber wie es ausschaut, naja, müssen wir einiges auf morgen verlegen. Schade eigentlich, aber morgen habe ich ja auch Zeit zum Aufnehmen. Da kann ich auch mal eine längere Aufnahmesession machen. Wird kein Problem sein. Na komm. Oh, ich möchte auch hier mal unbedingt. Oh, Mann, ich möchte so viel gucken. Es ist so eine Qual. So wenig Aufnahmezeit, so viel zu tun und schnell Zeugen. Das war kratzen. So, Eugen, nimm das Zeug. Hier, her damit. Ich würde euch auch gerne auch jetzt langsam zeigen, wie sich das entwickelt, weil man sieht jetzt wirklich auch dann, wenn ich alles abgegeben habe, schon viel mehr. Es sieht alles. Oh, den habe ich schon. Ach, das ist ja ärgerlich. Okay, aber das hier alles noch nicht. Dann gebe ich das alles mal ab. So. Jetzt sehe ich mal auch tippen. So. Huhu, ja, sehr viel. Und dann nochmal schnell rucki-zucki zurück. Das können wir dann aber in einem Ritt machen, weil es sind, glaube ich, nur noch ein, zwei Exponate, die wir abgeben müssten. Von daher wird das schon alles gehen. Okay, ich habe jetzt abgegeben, oder? Ich gucke mal ganz kurz nach, um mich zu vergewissern. Ja. Okay, dann schnell zurück. Ach, so eine Aufregung. Unglaublich. So. Zack. Na? Ich habe leider keine Zeit, mit euch zu reden. Ich bin sehr flink unterwegs. Ich würde auch gerne langsam auch mal die Stadt verschönern. Och, Leute. Ich habe noch so viel zu tun. Dieses Let's Play bietet so viel. Ich dachte, das wird eigentlich eher so, ja, ich gehe hier lang und da. Und ach Leute, dann ist mir das und dies passiert und oh mein Gott. Aber nein, so ist das überhaupt nicht. Also es gibt doch mehr zu tun, als ich dachte. Okay, jetzt schnell hier rein. Ach, die Dame, wie sie schon um uns herumschleicht, um unser Haus. Ich glaube, ich mache es mal lieber doch nicht, denn wir brauchen doch sehr das Geld. Vergesst nicht, 100.000 Sternis zum Abbezahlen ist eine Menge. So,
Den Keks nehme ich mal mit. Regenschirm möchte ich euch zeigen. Das nehme ich mit. Okay. Das möchte ich euch zeigen. Das möchte ich euch zeigen. Das möchte ich euch zeigen. Stimmt eigentlich mal. Das möchte ich mitnehmen. Die sind für später. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das will ich euch zeigen. Kurz in der Nase kratzen und weiter geht's. Und den nehme ich mit. Oh Gott, es ist so viel. Es ist unglaublich. Jetzt müsste ich eigentlich bis auf die paar Geräuten, genau, alles haben, was ich euch zeigen wollte. Sehr schön. Fangen wir mal an. Ich habe einen Fußboden geschenkt bekommen. Hier, Imbisskachelboden. Bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ja, für eine Küche wäre das bestimmt angemessen, aber ich glaube, hier sieht das erstmal noch ein bisschen wohnlicher aus. Ich habe noch eine Sternhaarnadel. Ist sie nicht wunderschön? Wie findet ihr die? Mögt ihr lieber die oder soll ich meine Mütze behalten? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich meine Haare nicht so mag. Deswegen, hups, präferiere ich schon fast meine Dandy-Mütze, was auch immer Dandy bedeutet. Ich weiß es immer noch nicht. Und wir haben auch ganz viele Kekse bekommen. Die können wir jetzt alle nacheinander mal essen. Nom, 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 nom. Und da ist ein Glücksfall drin. Da bin ich aber mal gespart. Manche Dinge gelingen nicht beim ersten Versuch. Das klingt nach einer Niete, aber mal sehen. Vielleicht ist es ja doch keine. Oh, den Keks wollte ich jetzt nicht ablegen. Das war jetzt aus Versehen. Den wollte ich eigentlich essen. So. Essen. Und ein Glückszettel, ja klar. Deine Zukunft sieht düster aus. Denk an deine Taschenlampe. Was das wohl sein wird? Es sind ja immer Hinweise auf das, was man einlösen kann. Na, mal schauen. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Glückszettel, da bin ich aber mal gespannt. Du solltest über eine Karriere als Rennfahrer nachdenken. Oh, bist du was zu Mario Kart? Übrigens, bald kommt Mario Kart raus. Ich ärgere mich zwar, dass heute GameStop nicht angerufen hat, weil oft kriegt man es ein bisschen früher. Aber da muss ich wohl noch 2 Tage warten, da morgen Feiertag ist. Hier. Das habe ich übrigens auch noch geschenkt bekommen. Das ist ein, was war es nochmal, ein Friseur-Shirt oder so. Ich finde es ganz grässlich. Ich behalte mein Kursshirt. Es hieß Friseur-Shirt, genau. Naja, muss nicht sein. Ich glaube, bleib erstmal so. Eigentlich bin ich nicht wirklich zufrieden mit meinem Aussehen, aber irgendwie ist alles nicht so pralle. Da lasse ich es lieber so, wie es jetzt ist. So, und jetzt können wir mal unser Zeug eintauschen gehen und die restlichen meine ich, die restlichen Exponate abgeben. Genau. Und, warte mal, wir haben das. Ah, jetzt. Guckt mal, jetzt habe ich Peachs Regenschirm. Das da irgendwie überhaupt nichts bringt. Das ist unglaublich. Okay. ja, so viel dazu. Wir gehen jetzt ganz schnell. Ich will wissen, was wir für Items bekommen. Nuck, 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 nuck. Nuck, nuck, nuck. Wir brauchen dringend so viel Geld, Leute. Wir sind so arm. Arm, arm, arm. Später bekommt man viel Geld. Wir können übrigens auch auf die Insel, aber ich glaube, das schaffen wir in dieser Folge nicht. Willkommen, willkommen. Ja. Okay. Jojojo. Wahrscheinlich habe ich leider kein Punktesystem mehr. Das sagst du jedes Mal, mein Kleiner. Ja, ich möchte was Bestimmtes. Glückszettel abgeben. Ich habe 3 Stück, mein Süßer. Mal gucken, was das ist. Mal sehen. Nummer 24. Glückwunsch, der Preis. Ein Wonderpilz. Können wir danach gleich mal gucken, wie er aussieht? Also, wir wissen ja, wie ein Wonderpilz aussieht, aber man weiß ja nie, was es da noch für Besonderheiten gibt. Ich bin verstanden, das habe ich leider kennen. Ja, das sagst du jedes Mal. Glückszettel abgeben. Ja, bitte, bitte, bitte. Jedes Mal, hier kann ich eigentlich 2? Nee, geht nur einzeln. Okay, los geht's. Ja. Mal sehen. Nummer 16. Oh, schade. Tut mir leid, aber mit Nummer 16 gewinnst du leider keinen Hauptpreis. Ein Blockhaustischchen finde ich trotzdem nicht schlecht. Da kann man auch mal gucken, wie es aussieht. Es muss ja nicht immer von Nintendo sein. Ja, ganz oft. Noch einmal, ein letztes Mal. Irgendwas mit einem Licht vermute ich mal stark. Weil da irgendwas mit Taschenlampe stand. Ich glaube jedenfalls, dass es der Zettel war. Ja, ist gut, Kleiner. Hier, bitte. Mal gucken. Sag an. Glückwunsch, der Preis ist ein Kart. Ach, jetzt verstehe ich. Das war das Kart, stimmt. Das ist Glück ganz oft. Okay, mache ich. Und tschüss, kleiner Nook. Oder wer auch immer du warst. Ich habe gar nicht geguckt. Also in Schnook, also Lepp oder Schlepp.
Nuke war ja der andere. Ah, so viel durcheinander hier. Okay, gut, genau. Jetzt geben wir noch den Rest ab und dann gucken wir uns das alles mal ganz kurz an. Jetzt mal kratzen. So. Na komm, mein Süßer. Oh, die roten Bäckchen von ihm sind so süß. Okay, ja, ja. Ich wollte gerne etwas stiften. So, das, das und das. Oh yeah, drei Fischchen. Lass uns mal sehen. Ja, 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 ja. Ich möchte jetzt mit meinen lieben Zuschauern mir gerne mal jetzt die Käfer und die Fische angucken, denn wir haben, wie ihr sicherlich erahnt, gute Fortschritte gemacht. Das ist natürlich noch denkbar wenig, was wir haben, aber schon sehr viel. So, kann man jetzt ein bisschen die Ansicht ändern. So, da kann man noch die Nasenschrecke sehen. Noch nicht sehr besonders, aber es ist schon mal was. Sie müssten jetzt ein paar Schmetterlinge mehr sein. Schmetterlinge. Ja. Oh, seht mal. Ich sehe vier Schmetterlinge. Vier Schmetterlinge haben wir schon. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Die Biene kennen wir ja schon. noch nicht allzu viel hier. In den Bäumen klebt noch nichts, bis auf die eine Stinkwanze. Die auch noch nicht hier ist, schön. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten... Ich glaube, die Hälfte der Insekten übersehe ich, weil sie einfach so klein ist. Insektis, Insektis, hallo. Da ist die Stinkwanze und da ist... Ah, hier ist dieser komische Läufer. Der hier wegjumpt, der läuft hier frei rum. Darf der denn das? Und sonst... Na okay, das war jetzt doch nicht so fruchtbar, wie ich es dachte. Schade eigentlich, aber bei den Fischen sieht es bestimmt besser aus. Ich bin sehr optimistisch. Denn die sieht man ganz klar, weil sie ja in den Becken rumschwimmen und sich nicht irgendwie zwischen Pflanzen verstecken können. Oh yeah. Wir werden aber, wie gesagt, nicht so oft hergehen. Wirklich nur, wenn man Fortschritte sieht. Und ich schätze mal, die ganzen, die ich jetzt abgegeben habe, waren wirklich schon ein kleiner Fortschritt. Oh, und die Musik hier ist einfach so awesome. Ich glaube, hier wird noch nichts sein, weil das, wie gesagt, die Tiefseekreaturen sind, die wir erst ertauchen müssen. Von daher können wir einfach mal durchgehen. Aber hier, hier werden wir, denke ich, schon einiges finden. Na, Kätzchen. Oh, hier, guck da, die Flunder, wie die auf dem Boden rumschwimmt. Oh. Richtig geil. Später wird das ganze Ding total voll sein, Leute. Hallo. Was für ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Oh, wolltest du... Nein, ich möchte über nichts Bestimmtes mit dir reden. Kleine Miezi. Miezi können in der Stadt bleiben. Ich mag Miezi. Ach ja, wir haben auch einige neue Stadtbewohner. Oh, Leute, so viel zu tun. Die wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Guck mal, hier ist der Doktorfisch. Ich wundere mich, dass er hier ist, der Dorifisch, und nicht im Meeresaquarium bei den anderen. Hier ist ja eher so der Flussbereich. Schaut euch das an. Ist das nicht toll? So viele Fische. Da sind, glaube ich, auch schon die Guppies dabei. Und hier, oh. Wo ist eigentlich der Frosch? Froschi? Ach, da oben ist er. Seht ihr ihn? Oh, sehr schön. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir schon die Becken so gut gefüllt haben, aber es wird noch besser. Es wird noch viel besser. Aber keine Sorge, wie gesagt, wir gehen nicht so oft hierher, aber ich schätze, das musste man einfach mal sehen. Bei den Käfern sieht es noch ein ganz klein wenig mau aus, was nicht auch zuletzt daran liegt, dass es letzten Tage sehr viel geregnet hat hier im Spiel. Nicht nur im echten Leben, ja, auch bei Animal Crossing regnet es oft sehr viel. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Ich gucke mal ins Musterdorf. Ich weiß gar nicht, ob ich auch schon welche jetzt hier getroffen habe per Streetpass. Willkommen! Hast du Lust, dir unsere herrlichen Musterhäuser anzusehen? Jawohl! Zunächst einmal muss ich wissen, wie du heißt. Also, ah, sehr gut, Yomi. Oh, du bist doch die Bürgermeisterin von Sheila, oder? Meine Schwester hat mir von dir erzählt, das ist nämlich Bruder und Schwester, der Moritz. Wir können wir Geschichte und Kinder erzählen. Sie war ein freches Früchtchen. Hihi. Entschuldige. Ja, ich möchte mir gerne jetzt die Musterdörfer anschauen. Ja. Ah, wenn wir noch was dazu erklären. Im Musterdorf präsentieren wir die Häuser von Adel als Inspiration für unsere Besucher. Aktiviere Speedpass. Ach ja, das weiß ich doch schon. Ist gut, ist gut. Wir können nämlich auch, wenn wir dort Sachen sehen,
Ja, absolut. Wenn wir da Sachen sehen, die uns gefallen, können wir da auch selber bestellen, dass wir sie uns bei uns selber auch kaufen können. Das geht natürlich nicht bei allen Sachen. Zum Beispiel, wenn die irgendwelche Insekten oder sowas sich hinstellen oder irgendwelche Items, die begrenzt sind, dann funktioniert das nicht. Aber ganz normale Items, ganz normale Stühle oder so, müssten funktionieren. Ja, ich würde jetzt gerne gucken. Ja, noch immer. Ah, wie sie immer viel quatschen. Ich will einfach mir das Zeug angucken, bitte. Schon schlimm manchmal. Ganz schlimm. So. Oh, jetzt speichert es erstmal. Oh, Leute, wir haben es nicht leicht. Aber das ging zum Glück ganz schnell. Mal gucken, ob ich schon irgendwelche Häuser getroffen habe. Mit meinem alten Spielstand hatte ich ungelogen alles voll. Das war so unglaublich. Vielen Dank für deinen ersten Besuch im ADSH-Musterdorf. Dein Besuch bei uns ist heute schon besser unsere. Oh, bitte. Zunächst einmal, hier ist der Eingangsbereich. Ja, ich will das nicht. Ich will einfach. Wir müssen es auch kaufen. Der einzige Nachteil dabei ist, dass die meisten etwas teurer sind als die normalen Geschäfte. Aber dafür muss immer das. Ja. Ja. Geht zum Beispiel eine Muster aus dem Antrag gesessen? Ja! Oh. Mann, wie er nervt. Das ist unglaublich. Tut mir leid, Leute. Ich liebe das Spiel, aber das nervt. Ich weiß das. Warum erklären Sie mir. Ach, naja, egal. Ja, mir nichts. Also, ich hatte eigentlich Streetpässe. Eventuell. Ich weiß nicht, ob das erst aktiviert wurde, wenn ich das dann das Spiel neu gestartet habe. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Wenn nicht, muss ich ein bisschen mal mit meinem DS rumlaufen. Spätestens. Oh, jetzt sieht es auch leer aus. Am Ende mache ich jetzt gerade Fisch für umsonst. Wie peinlich. Aber ich hatte eigentlich Streetpässe gehabt mit Animal Crossing. Aber vermutlich wurden die nicht gespeichert oder beziehungsweise sind die noch von dem alten Spielstand gewesen. Was sehr schade wäre. Ja, es sieht sehr dumm aus. Scheiß. Schade, meine ich natürlich. Naja, viel Gequatsche um nichts. Viel Gequatsche um nichts. Das ärgert mich gerade doch ein bisschen. Ja. Oh nein, jetzt labert er wieder. Ja, ich muss weg. Weh, du redest jetzt zu viel. Oh Gott, bitte nicht. Ich bin gerade so unfreundlich und scheiße, es tut mir leid. Oh, ich bin gerade so schlimm. Aber es nervt. Okay, was machen wir als nächstes? Ach ja, ich möchte euch noch, bevor die Folge zu Ende ist, noch die Einwohner zeigen. Die neuen. Einen haben wir von Elik gekriegt. Die will ich eigentlich gar nicht bei uns haben. Elik so, ja, die sieht voll kacke aus. Die will ich eigentlich nicht. Die wollte schon irgendwie als Problembürger melden und zeigt die mir. Und ich so, ach du Schande. Und was passiert? Sie zieht bei ihm aus und zieht bei mir ein. Das fand ich weniger knorke. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob wir auf Anhieb alle finden. Hier zieht auch noch jemand Neues ein. Der Quentin, wer auch immer das ist, wir werden es dann sehen. Hier wohnt Waldemar, glaube ich. Waldemar. Waldemar hat meine Eltern getötet. Waldemar ist ja da nicht gerade da. Ich habe gerade ein Insekt verscheucht. Wir müssen Waldemar suchen. Na super, der könnte überall sein. Das wird schwierig, aber vielleicht finden wir die andere. Irgendwie scheinen sich gerade alle zu verstecken. Also diese Folge läuft, also diese Aufnahme läuft nicht so optimal, wie ich es gerne hätte. Hier geht schon einiges gerade runter und drüber. Hier ist jemand, aber die Person, das ist doch. Hier ist er. Selina. Ha, ich hab's geahnt. Hier wohnen echt als abgefahrene Leute. Ich bin Selina. Und du? Yummy. Ach, willst du gleich mein Autogramm von mir haben? Nein. Ja, die. Furchtbar. Furchtbar. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Das müsste eine Geräute sein. Mein Mega-Jammeroid. Der scheint zu jammern. Ich weiß gar nicht, wo wir Quentin jetzt. Quentin sage ich schon, wo wir Waldemar finden. Ich weiß gerade gar nicht, ob Waldemar Männer- oder Frauenname ist. Ich sage einfach mal Männername. Das ist ein Huhn oder ein Hahn. Ich habe mir die Person noch gar nicht so genau angeguckt. Schande über mein Haupt. Aber naja, so ist das halt manchmal. Okay, wir gucken uns jetzt hier erstmal unsere tollen. Warte mal, Sachen an, die ganz toll sind. Ich würde, wie gesagt, auch gerne mal ein Kitschzimmer machen, weil ich halt eben, keine Ahnung, das voll toll finde. Jetzt habe ich den Regenschirm hingestellt, weil man ihn da nicht sieht. Keine Ahnung, das war gerade total sinnlos, was ich gemacht habe. Wie sieht denn der Jammerreuth aus? Creepy. Ich mag die Geräuten eigentlich nicht so, weil ich Angst vor denen habe. Aber ich möchte euch schon später alle mal zeigen.
Was haben wir denn jetzt hier noch so? Blockhaustischchen. Oh, das sieht aber schön aus. Gefällt mir. Jetzt, da die Platz haben, können wir es dann irgendwo positionieren. Das Kart. Oh Gott. Das ist, ja, es ist ziemlich groß. Und ein One-Up-Pilz. Oh. Ah, so. Ja, der wird bestimmt uns auch noch sehr für die Deko helfen. Aber momentan haben wir wirklich noch leider keinen Platz für so etwas, für solche Spielchen quasi. Daher müssen sie leider in unser Fach verstaut werden. Den Fisch kann ich später mal verkaufen, das ist kein Problem. Okay, in der nächsten Folge möchte ich mit euch mir nochmal alles angucken, wieder Zeug spenden, Fossilien und so weiter, das ganz normale. Oder ich mache das, ich weiß gar nicht, ob ich das hier. Ich kann eigentlich auch die Fossilien so spenden. Das kann ich auch so machen. Damit kann man eh nichts anfangen. Nur wenn ich halt irgendwelche Käfer oder so fange, sage ich euch Bescheid. Und wir werden auch. Was werden wir denn? Wir werden ein wenig einrichten. Wir müssen auch endlich mal irgendwann mal was an der Stadt machen. Denn so kann das hier nicht weitergehen, ganz, ganz ehrlich. Und wir werden auch mal auf die Insel gehen. Wir können ja jetzt zur Insel. Der alte Bürgermeister hat mich nämlich angesprochen und meinte, ja, ich kann auch mal vorbeigucken. Oh, eine Muschel. Ist ja gut. Die stecke ich mir ein. Die kann man gut verkaufen. Und hier. Damit können wir auf die Insel nebenan. Dort können wir auch einiges machen. Aber das möchte ich euch jetzt nicht zeigen, weil die Zeit schon rum ist. Und von daher sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume, Let's Play Animal Crossing New Leaf. Ciao.